So, die Trophäe Klonenausbildung findet statt in der Mission Die Alte Leier. Und als allererstes rennt ihr nach eurem Schießtraining rechts hoch, sucht euch diese Barrette und ihr müsst dann drei Clowns finden. Wichtig ist, dass ihr auch wirklich die Barrette benutzt, weil hier seht ihr das jetzt in den Versuchen. Ich ziehe vorher an und versuche dann die Clowns so abzuschießen. Das funktioniert nicht. Ihr seht die erst und trefft die auch erst mit der Barrette. Wie gesagt, es sind drei Clowns und ihr habt nur drei Schüsse. Deswegen müsst ihr extremst präzise sein. Clown Nummer 1 habt ihr ja gerade gesehen gehabt. Dann rennt ihr hier einmal hoch zum Turm. Ganz wichtig ist auch wieder, dass ihr oben drauf steht. Und dann guckt ihr auf diese Halle, aufs Vordach dieser Halle. Da wird dann der zweite Clown stehen. Und wie gesagt, ich versuche hier wieder einmal so abzuschießen. Ihr habt gesehen, das hätte eigentlich treffen müssen. Hat aber nicht getroffen, deswegen jetzt mit der Sniper noch einmal. Und Clown Nummer 3 ist, wenn ihr hier wieder runter rennt, dann in diesen, keine Ahnung wie ich das nennen soll, kleinen Bunker eigentlich. Dann müsst ihr auf den Bulldozer gucken. Also nicht hier komplett nach vorne durchrennen, sondern hier rechts durch diese Lücke. Da seht ihr den Clown schon. Den könnt ihr auch wieder nicht mit dem Sturmgewehr von der Position aus sehen, sondern ihr müsst wirklich das Barrett benutzen, die Barrett. Und ja, dann solltet ihr eigentlich die Trophäe direkt bekommen haben. Ach so, und ja, schießt am besten euren Teamkollegen nicht in den Kopf. Ist ziemlich ja, mies. Deswegen, wie gesagt, mit der Barrett drei Schüsse, drei Clowns und dann so.